Ich bin hier heute in einer etwas anderen Küche als normalerweise. Nämlich in einer ziemlich improvisierten Küche in einem Hinterhof in Berlin. Und Lukas, der hier neben mir steht, hat gerade geholfen, die aufzubauen. Hallo Lukas. Hi. Kannst du mir erklären, was ihr hier gerade macht? Wir bauen gerade die Küche auf für das Frauenstreik-Vernetzungstreffen. Das findet dieses Wochenende in Berlin hier statt. Und genau, wir haben eben so ein bisschen die Strukturen, die es braucht, damit das Treffen stattfinden kann, wie Kinderbetreuung. Das macht so ein Kinderbetreuungskollektiv oder die Küche oder dass Übersetzungsgeräte rausgegeben werden. Das haben wir eben so ein bisschen mitorganisiert. Und warum findest du als Mann das jetzt wichtig, diesen Frauenstreik zu unterstützen? Ja, ich finde, wir leben einfach noch nicht in der feministischen Gesellschaft, die wir eigentlich brauchen, damit es allen Leuten gut geht und alle gut leben können. Es gibt immer noch sexualisierte Gewalt, es gibt immer noch Angriffe auf Transmenschen, auf lesbische, schwule Menschen. Es gibt immer noch super viel Hausarbeit, Sorgearbeit, ne, was wir alle brauchen. Das wird immer noch meistens von Frauen gemacht und nicht gesehen, nicht bezahlt. Also es gibt noch sehr viel zu tun und da finde ich eigentlich so einen feministischen Streik, der das auch mal diesen Alltag unterbricht und sagt, hey, so kann es nicht weitergehen. Wir wollen eine andere Welt. Das finde ich eigentlich eine super, super nice Idee. Also glaubst du, auch du als Mann, dir würde es besser gehen in einer feministischeren Gesellschaft? Ja, klar geht es mir da besser in der feministischen Gesellschaft. Es gibt auch sozusagen Einschränkungen für Leute, die männlich irgendwie erzogen werden. Aber man muss auch klar sagen, sozusagen natürlich profitieren Männer und gerade auch heterosexuelle Männer natürlich total vom Patriarchat. Insofern geht es schon auch darum, sich mit den eigenen Privilegien auseinanderzusetzen und die zu verlernen und auch sich klarzumachen, dass natürlich Frauen und Queers ausgebeutet werden, unterdrückt werden. Und jetzt hilfst du ja hier an diesem Wochenende, kochst so eine Schicht am Sonntag, machst Kinderbetreuung. Aber wie sieht das so in deinem Alltag aus? Also wohnst du mit Frauen zusammen? Genau, ich wohne mit zwei Mitbewohnerinnen zusammen und tatsächlich hatten wir auch genau bei diesem Thema von Hausarbeit, mithelfen im Haushalt so auch einen Konflikt jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr, würde ich sagen, weil ich auch so ein bisschen, wie das die Sache mit sich bringt, davon ausgegangen bin, dass es das eigentlich schon gut verteilt ist bei uns und das haben die mir irgendwann einfach klar gemacht, hey Lukas, da siehst du falsch, das ist nicht so, wir machen einfach mehr. Hat dich der Konflikt jetzt auch dazu inspiriert, dann hier mitzumachen? So die ganzen feministischen Bewegungen, die es auch in den letzten Jahren schon gab, haben mir, glaube ich, haben mich auch in ganz vielerlei Hinsicht inspiriert. Und es ist, glaube ich, so ein Wechselspiel zwischen, dass ich immer wieder merke, wow, krass, das ist in meinem Alltag. Deswegen ist Feminismus so wichtig. Und dann gibt es wieder irgendwelche feministischen Demos oder sowas, die ein bestimmtes Thema aufs Tableau bringen. Ich denke, ach krass, wo ist das in meinem Alltag? Also es ist so ein Wechselspiel, würde ich sagen. Habt ihr sowas in der Art wie hier dieses Wochenende jetzt auch für den 8. März geplant? Also es gibt auf jeden Fall Überlegungen, das auch zu machen. Und dann, ich glaube, ist auch wichtig zu sehen, der diesjährige 8. März ist dann auch hoffentlich nur der Anfang von einer großen feministischen Streikwelle in den nächsten Jahren. Ein Freund hat neulich zu mir gesagt, das bräuchte, eigentlich müssten sozusagen Typen sowas sein wie die Streikkasse sozusagen an dem Tag, ne, dass eben auf unsere Arbeitskraft dann irgendwie zurückgegriffen werden kann, um eben die Kinder zu betreuen, um die Hausarbeit zu machen. So würde ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Hört sich gut an. Bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Danke, Lukas.